Liebe Geschwister, wie geht es euch? Seid ihr glücklich in Gott? Ihr sollt immer in Jesus glücklich, fröhlich sein und mit dem Herrn wandeln. Wenn er mit uns ist, auch wenn wir große Probleme begegnen, bekommen wir keine Angst, sondern Mut. Wie soll dies denn funktionieren? Der Herr verspricht in Jesaja Kapitel 41, Vers 13: Mein Sohn, meine Tochter, denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand stärkt und zu dir spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Der Herr sagt: Fürchte dich nicht, mein Sohn, fürchte dich nicht, meine Tochter. Ich werde bei dir sein. Er hält deine rechte Hand und versichert, dass er bei dir ist. Als ich vor sehr vielen Jahren zum allerersten Mal Amerika zum Dienste Gottes besucht habe, musste ich leider ohne Begleitung verreisen. Normalerweise verreiste ich innerhalb Indiens mit meiner Frau, Familie und einem Team. Ich verreiste nie alleine. Ich war immer in Begleitung eines Teams. Aber als ich in den USA verreiste, musste ich alleine reisen, weil die anderen kein Visum hatten. Daher reiste ich alleine. Es waren sehr viele Tage des Dienstes für Gottes eingeplant. Sogar der Hinflug dauerte auch sehr lange. Öfters kehrte ich meistens nach 1 bis 2 Wochen wieder nach Hause. Am Anfang war ich sehr froh, dass ich für mehrere Wochen im Dienste Gottes unterwegs sein werde. Aber eines Tages, dann spürte ich eine Einsamkeit. Als ich die Einsamkeit gespürt habe, ist mir wieder bewusst geworden, dass sehr viele Helfer mir im Dienste Gottes beistünden. Dennoch fehlte mir meine Familie und Verwandten. Obwohl ich liebevolle Unterstützung von den Brüdern und Schwestern bekommen habe, hatte ich Heimweh. Daher wollte ich so früh wie möglich wieder heimkehren. Es waren nur noch einige Tage, bis ich meinen Dienst für Gott in Amerika beenden würde. Dennoch war ich entmutigt und deprimiert. Ich kann mich noch heute gut erinnern, wir verreisten sehr lange von New York nach Washington D.C. Alle, die mit mir waren, waren froh und tief im Gespräch. Ich bekam leider nichts mit, aber ich fühlte mich leider sehr einsam und deprimiert. Die Gegenwart des Heiligen Geistes kam in kurzer Zeit auf das Auto herab, als Depressionen bei mir auftauchten. Dann erfüllte mich der Heilige Geist. Als ich spürte, wie der Heilige Geist mich füllte, schloss ich meine Augen und fing an, Gott zu loben. Der Heilige Geist füllte mich und ich fing an, den Herrn in Zungen zu loben. Innerhalb weniger Minuten ändert sich die ganze Atmosphäre im Auto. Auf einmal waren alle sofort still, da sie geschockt waren. Ich schloss meine Augen und sprach weiterhin in Zungen. Dann sprach der Herr mit mir und sagte: Mein Sohn, du bist nicht allein, ich bin bei dir. Du bist nicht einsam. Ich werde mit dir sein. Hab keine Angst, sei nicht entmuntert. Als der Herr mit mir sprach, verließ mich die Einsamkeit. Die ganze Situation hat sich total verändert. Ich fing an, den Herrn fröhlich zu loben und zu preisen. Dann sagte ich zum Herrn: Falls du bei mir bist, solltest du heute ein Wunder wirken. Gott antwortete: Ich werde es tun. Hab keine Angst. Es war eine sehr lange Fahrt nach Washington D.C. und wir kamen recht spät an. Sehr viele Menschen hatten sich versammelt und warteten auf unsere Ankunft geduldig. Gott tat eine hervorragende Sache. Er machte mich glücklich. Er hatte mir bewiesen, dass er bei mir war. Er sagt zu euch: Mein Sohn, meine Tochter, ich halte deine rechte Hand und verspreche dir, du bist nicht einsam. Ich bin da für dich, sagt der Herr zu dir. Ist dies nicht eine große Freude? Der Herr, der den Himmel und die Erde erschaffen hat, hält unsere Hand und sagt zu uns: Hab keine Angst, mein Sohn, hab keine Angst, meine Tochter, ich stehe dir bei. Was für eine große Freude! Der Herr sagt zu euch heute, erklärt es mit Freude: Herr, ich bin nicht alleine, du bist bei mir. Sagt es nochmals mit Freude, dass Jesus bei euch ist. Vater, ich bin nicht einsam, da du bei mir bist. Die Tatsache, dass du bei mir bist, macht mich glücklich. Du bist mein Begleiter. Das reicht. Ich bin daher glücklich. In Jesu Namen. Amen. Amen.